Ja, hallo, mein Name ist Sarah, ich bin 24 Jahre alt. Seit 18 Jahren lese ich und ich habe kein Suchtproblem. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, mir wurde ernsthaft vorgeworfen, dass ich ein Buchsuchtproblem hätte und das finde ich nicht besonders witzig, denn so eine Sucht, das ist ja schon eine ernste Sache. Und ich habe das jetzt einfach mal gegoogelt, also Buchsucht. Und dann bin ich auf einen Selbsttest gestoßen. Hier, den werde ich jetzt heute mal machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass rauskommen wird, dass ich natürlich nicht süchtig bin. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde ich immer mehr Bücher haben wollen. Deshalb gleich zu Punkt Nummer 1, an dem man erkennt, ob man buchsüchtig ist oder nicht. Du liest immer und überall, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Du, ich gehe jetzt eben duschen. Naja, da wird man wenigstens nicht gestört, oder? Ich finde, es ist ja total nervig, wenn man beim Lesen immer gestört wird und da hat man seine Ruhe. Lieber schnell weiter zu Frage 2. Du kannst nicht an einem Buchladen vorbeigehen, ohne dir etwas zu kaufen. Das kann ich sehr wohl. Das ist einfach, wirklich. Einfachste Übung. Also, es ist doch keine Versuchung, nur weil da ein Buchladen ist, ich meine. Was sagst du? Und was ist in der Tüte? Was in der Tüte ist, die hier neben mir steht? Welche meinst du? Meinst du diese Tüte? Ganz genau. Da sind Lebensmittel drin. Quatsch, da sind Bücher drin. Na gut, da sind Bücher drin. Aber dieser Laden, der liegt wirklich auf dem Weg zur Arbeit bei mir. Und wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, muss ich halt daran vorbei und das provoziert einen doch. Ich meine, dieser Laden ist doch absichtlich da, damit man reingeht und also ich. Mann, Frage 3. Du benennst deine Kinder oder Haustiere oder sonst etwas, das es zu benennen gibt, nur nach literarischen Figuren. Ach, kommt schon, wer macht denn sowas? Das ist doch total lächerlich. Literarische Figuren, als wenn es auch sonst nicht genug Namen gäbe, die man nehmen kann. Nicht wahr, Kratze? Das ist jetzt Zufall. Wirklich, das ist das Zufall? Nächste Frage. Du fängst an zu weinen, wenn jemand dein Buch beschädigt oder du aus Versehen selber das Buch beschädigst. Nein, ich meine, so ein Buch, das ist eben ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand. Da fasst man schon mal mit Fettfingern drauf oder reißt eine Seite ein oder es fällt in den Dreck auf den Boden oder ich weiß auch nicht. Es passieren halt Sachen mit Büchern, das ist ganz normal. Also was machst du da? Lass das! Lass das bitte! Nein, bitte, mach das nicht, bitte, bitte! Ich spüle auch die nächsten Wochen das Geschirr. Da musst du das nicht machen, bitte. Genau. Mein Herz. Alles wieder gut. Nächste Frage. Du leugnest alles, was bis jetzt aufgezählt wurde. Der Test ist doch sowieso totaler Schwachsinn. Also, wer denkt sich denn überhaupt so ein Mist aus? Das ist überhaupt nicht verlässlich und sowieso ein. Geh mal weg mit der Kamera jetzt und ich habe keinen Nerv mehr. Tja, hättet ihr den Buchsucht-Test bestanden? Würde mich ja mal interessieren. Also, sagt mir, was eure Antworten gewesen wären oder ob ihr vielleicht noch andere Anzeichen für eine ernstzunehmende Buchsucht kennt. All das könnt ihr mir unten gerne in die Kommentare schreiben und ich denke mal, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Macht's gut.